Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge One Piece Pirate Warrior 3 und zum Weg auf die Sky Islands und zum Kampf gegen Enel. Okay, erstmal. Oh, wir können gar keine von den Charakteren nehmen, die wir nehmen wollten. Gut, dann machen wir erstmal Ruffy auf 20. Und packen ein paar Münzen rein. Nein, da fehlt eine. So. An den Ruffy-Münzen haben wir ordentlich viele. Die können wir eigentlich immer raushauen. So, bei Nami. Chopper, Robin. Zoro-Münzen haben wir auch wie verrückt. Hier Black Cat-Münzen. Nami-Münzen. Lucky-Münzen haben wir auch noch welche. Lysop. Ja, hier haben wir auch noch genügend. Und mal gucken, was haben wir hier noch? Drei. Ne, haben wir keine mehr. Gut. Die beiden sind erstmal 16. Was würde das denn kosten, die aufzuwerten? Pff, das ist teuer. Mach mal. Ja, die beide auf 18. Und machen uns mit Ruffy los. Wir können ja weder Zoro, was vorgeschlagen wurde, noch Robin gerade nehmen. Es tut mir leid, ich habe keine Auswahl. So. Dann gegen Enel. エネルが支配する神の国だった。エネルは聖地アッパーヤードのどこかで、空の民を一方エネルと敵対する別の勢力もあった。彼らはシャンディアと呼ばれ、先祖伝来の地であるアッパーヤードを取り持つ。そんな状況か。スカイピアの兵に不法入国の罪に問われたルフィたちは天の裁きを受ける。 どこかへ連れてく気だ。俺たちを見てみろ、大変だ。メリーゴーが連れて行かれちまう。何さ、ロッチ、これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地、おい、あいつらどこに行ったんだ。奴らの行き先は生贄の祭壇。 助けたければアッパーヤードで試練を。仲間を返してほしけりゃ島に入ってきやがれと。まあでも新艦ってのをぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルも。うるせえ、まとめてぶっ飛ばしてやる。行くぞアッパーヤード。 世界人が紛れ込んだか。好都合だ。神官どもを叩き崩すなら今しかあるまい。何やら騒がしくなってきたじゃないか。So, die anderen sind auch anscheinend schon da. Okay, Nami und Robin sind auch dabei, auch wenn wir sie nicht spielen können. Gut, wo gehen wir denn am besten als erstes hin? Vielleicht diesen Bereich vor uns. Da macht es, glaube ich, am meisten Sinn. Wo konnten wir nochmal die Fähigkeiten? Nehmen wir Weisheit des Captains rein. Wie passend für ihn. Ah.
Was ist denn? Das ist die grüne Taste. Ich hoffe, das ist A. Auf sie! Das ist der neue Skill, den wir jetzt haben. Den. Okay. Dann machen wir es mal direkt weiter, weil mit denen brauchen wir uns ja nicht abgeben. Reicht das eigentlich für eine Hoppe? Ja, sehr gut. So. Machen wir uns mal direkt weiter. Nami kämpft ja schon gegen. Oh, daneben. Sehr gut. Wir müssen nach da vorne. Nee, nach da unten. So geht's. Da. Hä? Ach, genau, da runter. Das ist mir gar nicht so leicht zu sehen hier. Okay, der Weg ist blockiert. Sehr gut. Okay. Hier ist noch so ein Barrik, genau. Basis haben wir. Dann jetzt nach da unten. Hier noch ein Fragezeichen. Das Fragezeichen. Achso, glaube ich noch, dass wir denjenigen beschützen müssen, noch. Und schnell hier um die Ecke. Ah, Zoro hat das schon geklärt. Das ist ja gut. Hey, unsere Leute sind gerade echt gut drauf. So, haben wir nochmal dem Himmelskommandant da eine rein. Ah. Sehr gut, so. Hey, Schatz, eigenes. Natürlich, Sanji. Ah ja. Was ist jetzt Sanjis Ereignis? Er hat mir erstmal Chopper. Da vorne. Da kommen jetzt die ganzen Sky Island Leute. Wow. Von Shandia, die. Gehen wir ihn mal mit Lysop verbündet.
Jetzt direkt mal switchen dann. アッパーヤード。この島まさか。これ見覚えあるでしょ。地上と同じものがここに。この島もともと地上にあった島だ。そう、ここは引き裂かれた島の片割れ。この島はジャヤなの。だけどよ、こんな、あの化け物海流しかないでしょう。 馬鹿げた話かもしれないけど、かつて地上にあってノーランドが確認した黄金鏡は400年間空を飛んでたんだ。ありがとう神様、空島が黄金鏡だったなんて。これは私へのなあ、おい、黄金鏡にはでっけえ金があんだよな。ノーランド必死による。 So, erstmal das ganze Gold hier einsacken. Dann müssen wir erstmal den Punkt hier einnehmen. Das dürfte erstmal ganz gut sitzen. Ha. Das dürfte jetzt viele treffen. Sehr gut. Ja, das fühlt sich echt verdammt schnell auf. Da können wir ordentlich oft unseren Special hier machen. Okay, den haben wir auch noch. Und dann können wir es direkt mal weitermachen. So, da drüben kommen unsere anderen Leute. Dann nehmen wir mal den Bereich hier ein. Das dürfte reichen. Oh ja. Oh, Enel ist hier. Und ein weiteres Ereignis. Das ging schnell. So, das müssen wir auf jeden Fall mal jemand anders noch nehmen. Das Tutorial hier haben wir. Das Tutorial. Das Territorium, sowas. Und da unten. Oh. Sind hier gleich mehrere am Kämpfen. Ich glaube, das dürfte gleich alle erwischen. Ja, aber es hat sie nicht ausgenockt. Okay, so, die hätten wir und dann schnappen uns direkt den Bereich da hinten. Dann haben wir auch noch einen Kommandanten. So. Und den Bereich hier unten haben. Dann ist auch gut der Move. Dann kann man sich dann nach links aufmachen und Nami entgegenkommen.
Oh nein! Verdammt! Oh super. Wäre das so wichtig gewesen anscheinend bei Nami, das habe ich jetzt gar nicht berücksichtigt. Verdammt. Super. Müssen wir es direkt nochmal machen. Gut. Dann werde ich hier aber erstmal einen Cut machen und dann sehen wir uns direkt in der Mission dann wieder, an der Stelle, wo wir gerade gescheitert sind. So, und damit willkommen zurück wieder dann im Kampf. Und diesmal müssen wir uns ein bisschen besser um Nami kümmern. So, ich rette mal direkt zur... Wo ist sie denn? Da vorne. Oh Gott, da muss ich jetzt einmal außen rum rennen. Schneller. Sanji, da ist hier ruhig mal ein bisschen helfen können. Okay, geben wir dem mal was zu tun. Und nehmen wir mal nebenbei den Bereich hier ein. Oh Gott, kommen da gerade viele. Unbedingt das Enel aufhalten, Anna. Okay, das hätten wir. Wie kommt eigentlich Nami? Ich würde gerade sagen, wie kommt der Nami hier durch, aber ist sie gar nicht. So, jetzt gehen wir uns mal da um Enel kümmern. Ach, ist gar nicht Enel. Enel kommt von oben anscheinend. Schnell, Robert ist in Schwierigkeiten. Einmal hier durchrennen. Wow. Das sind ordentlich viele gewesen. So. Das hätten wir jetzt erstmal. Jetzt sollten wir uns schnell hier um den... Oh Gott, da oben braucht jetzt auch noch Sanji Hilfe. Gegen Enel. Nein! Die Enel wurde besiegt. Müssen wir gar nichts machen, oder wie? Was? Sehr gut, Sanji. Na gut, dann wirst du da Oma noch ein bisschen das alleine halten. Okay, die Flying Lamp ist wieder intakt und nach vorne kommt Viper. Die Frage, ob wir jetzt zuerst jetzt hier durchkämpfen. Kämpfen.
Nami sind Schwierigkeiten, wir können das nicht hier machen. Na gut. Schnell. Wir haben immer um 10 Ecken rumlaufen müssen. Wie sollen wir ihr denn helfen? Achso, oh Gott, wir können hier oben rum. Da vorne ist er. Wo ist er hin? Da. Das dürfte recht fix gehen. Warum kriegt er denn keinen Schaden? Jetzt kriegt er wieder Schaden. Wow, hält er ewig was aus. Das ist aber nicht mehr viel. Sehr gut, den hätten wir. Okay, Viper ist an unserer Seite jetzt. Ah, okay. Wir können Hindernisse jetzt zerstören. Wie wär's denn mit dem hier? Das stört nämlich ganz schön. Da. Oh. Wie können wir ihn da rufen? Ah, sehr gut. Das macht natürlich deutlich einfacher. Jetzt können wir das hier unten einnehmen. Ich hoffe auch, dass wir da mal eine andere Attacke bekommen. Wow, sind da gerade viele neue erschienen. Wir müssen eh nur besiegen, alles klar. Dann gucken wir mal, dass wir das Ganze hier ein bisschen beschleunigen. So, das haben wir endlich. Dann sollten wir schnell nach da unten. Und Robin helfen.
schnell, Robin. Mensch, Mensch, Robin. Wo ist sie denn? Da um die Ecke. Ach, sehr gut. Gut, das haben wir. Jetzt müssen wir nach da oben. Gott, das ist ja ewig weit. Okay, jetzt beeilen. Den hier geht's gut, alles klar. Dann... Nein! Ah, okay. Dann werde ich jetzt hier erstmal eine Pause machen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich dann nochmal hier direkt in dem Bereich durchstarte, werde dann mit dem Endkampf. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.